Sie denken vielleicht, dass ich sehr gerne Aktien habe. Deshalb mache ich diese ganzen Aktienvideos. Aber es gibt Dinge, die gefallen mir viel besser. Und etwas, das ich besonders gerne mache, ist auf den Zürichsee zu gehen. Das mache ich schon seit 37 Jahren und es entspannt mich jedes Mal. Im Sommer schwimme ich in der Regel zu meinem Boot und nur schon, wenn meine Füße nass werden, spüre ich ein unglaubliches Glücksgefühl. Der See ist unglaublich beruhigend, unglaublich entspannend und das ist ein guter Ort auch, um seine Aktien anzuschauen. Denn Gefühle bei den Aktien schaden nur. Heute sprechen wir über die Gewinne, nachdem wir letzte Woche über die Verluste gesprochen haben. Wenn ich nun die Aktien anschaue, die wir im zweiten Portfolio investiert haben, dann haben wir Gewinne gemacht bei Valora und bei BASF und auch bei Conzzeta, Amadeus, Airbus und Yara. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Gewinne nicht verdient. Verdient hat man sowieso nicht, denn die Aktie ist ja deshalb in Preis gestiegen, weil andere Leute bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Valora habe ich erst recht nicht verdient, weil ein guter Freund von mir gesagt hat, das ist eine gute Aktie. Und als sie dann auch gute Obermatt-Ränge hatte, habe ich gedacht, das sind zwei gute Gründe, ich kaufe das Unternehmen. Mein Freund hat sehr viel mehr Zeit investiert, um diese Aktie zu analysieren und konnte mir ganz genau erklären, warum er auf Valora setzt. Und das ist okay, Sie können solche Tipps auch benutzen. Ich persönlich nutze sie vor allem dann, wenn die Obermatt-Ränge das Gleiche sagen. Auch BASF habe ich nicht verdient, oder? Die hatten gerade einen tödlichen Unfall und man fragt sich, oder wie kann es sein, dass das die zweitbeste Aktie in meinem Portfolio ist. Es ist aber so, diese Gewinne wie auch die Verluste in den Aktienportfolios sind immer sehr, sehr schwer zu erklären. Und das liegt daran, dass sie dadurch entstehen, dass man die Zukunft anders einschätzt. Und das ist etwas sehr Schwieriges, um nachzuvollziehen. Nun habe ich über die Gewinne und die Verluste gesprochen. Etwas, das mir sehr wichtig ist, ist, was ist denn als Ganzes herausgekommen? Und zurzeit, nach rund 9 Monaten investieren, sind wir etwa dort, wo wir angefangen haben. Wir haben jetzt nicht Bargeld, wir haben jetzt Aktien, aber sie sind etwa noch gleich viel wert. Das ist die Bilanz meiner zweiten Saison. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem selber investieren.